Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu We Happy Few. Hier in dem Hexenhaus sind wir wieder. Ich dachte nicht, dass er das speichert. Ich ziehe mich mal um, bevor der mich sieht. Das war ja beim letzten Mal genau der Fehler. Hallo? Oder wir taken sie mal down? Ich weiß nicht, was das richtig ist. Beim letzten Mal hat sie uns ja übelst fertig gemacht, die Alte. Hi. Hallo? Okay, dann... It's nothing personal. Dann halt so, oder? I know. Trust me. I know. Also ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Beim letzten Mal ist sie nämlich voll eskaliert und hat uns ja angegriffen. So, wenn ihr euch noch daran erinnert. Das war ein bisschen krass, Leute. Ich muss mal gerade schauen, Mikrofon mal ein bisschen umstellen hier. So, warte, warte. So, so ist doch viel schöner, oder? Hi. So. Also, meine Lieben. Dann durchsuchen wir mir hier alles. Wir waren ja... Ich bin jetzt überhaupt noch ganz unsicher, was wir überhaupt sollen in diesem wirklich sehr konfusen, komischen Haus. Oh, hallo, Herr Bartmann. Sie haben aber einen sehr schönen Bart. Oh Mann, was für ein Bart. Ah, genau, und ich darf hier eigentlich gar kein Joy mehr drin haben, ne? Weil die ja alle Downer sind hier. Das war ja nur, um hier reinzukommen. Aber der ist kein Downer. Hallo. Oder? Der ist ein Downer. Das sind tatsächlich Downer hier. Und ich habe so eine fette Überdosis drin, ey. Scheiße. Komm ich da hoch? Oh, komm ich da hoch? Ah, nee. Was macht er eigentlich? Ist er jetzt da irgendwo stehen geblieben? Backt es hier einfach? Wenn das da immer noch steht. Ja. Das ist buggy. Okay, ich versuch mal, dass ich mein Joy hier loswerde. Jetzt, das wird gut. Na, komm. Joy weg. Ah, so. Hey. Ich glaube, das ist ja alles so ein bisschen buggy, hä? This won't hurt a bit. Aber ich mache das jetzt einfach, weil ich dann sicher gehen kann, dass sie mir nichts können. Huch, ist ja das nochmal? Ja, wenn der jetzt einen Kollegen hier findet. Aber hier werde ich erkannt. Also sind es wohl doch teuer. Ich habe keine Ahnung, was das hier für welche sind. Ganz ehrlich. Oh Gott, ich muss essen. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Hier, nimm den Mushroom. Iss ihn. Zieh ihn dir rein, Alter. Strange Meat, hm. Hier genau, ja. Hier so eine Suppe, Eintopf, was auch immer Stew ist. Und ein bisschen Wasser. Gut, okay. Jetzt sind wir auf der sicheren Seite. Ah. Aha. Ist das der Haupteingang? Oder was ist das hier für eine Suppe hier? Ah, okay, das ist also quasi ein zweiter Eingang. Da kommen wir jetzt hier immer so secure rein, oder? Schätze ich mal, hoffe ich mal. Okay, boah, dieses Haus hat es mir gerade voll angetan. So vom Interessefaktor her. Sie lebt wieder. Gut, ich habe sie auch nur betäubt, ne, muss man dazu sagen. Ui, was gibt's denn hier alles? Den hätte ich gern mitgenommen, nicht diese hässlichen Glasflaschen. Leinen. Mhm. Vielleicht erfahre ich auch hier einfach ein bisschen was über die Sachen, die da passiert sind. Das wäre natürlich der Hammer. Da steht ein Telefon auf dem Boden. Damit kenne ich mich ja besonders gut aus. Ich bin ja der Telefonmann. Ich gehe ins Telefon ran. Ich bin immer parat. Am Telefonapparillo. Okay, das Haus ist auf jeden Fall mega buggy. Die erschrecken zwar immer, aber dann tun sie nichts.
finde ich schon sehr interessant hier, also. Hey. You're not a bloody help, are you? So get out! Ja, ja, ist ja gut, ich gehe schon. Okay, da geht's runter. Komische Symbole. Da geht's in die Halle. Jetzt hat die Frage, was machen wir erst? Die Keller sind normalerweise interessant, weil gruselig, ne? Aha. Oh. Oh. Sorry to bother. Was macht der denn da? Was willst du denn? Das ist so komisch. Weil die immer stehen bleiben hier. Aber ich denke mal, das ist keine Absicht, oder? Das ist wahrscheinlich irgendwie buggy einfach mal. Der tut auch nichts. Ich gehe hier nirgendwo hin. Ich durchsuche hier alles. Halluzinogene Pilze. Ah. Ja, das finde ich doch mal ganz geil. Da kann ich mir bestimmt coole Sachen draus bauen. Ne, mein lieber verbuggter Freund. Was macht Howard Coke da? Warum ist der so betäubt? Was ist mit dem los, Mann? Was ist mit euch los hier überhaupt? Ihr Wahnsinnigen. Ah, ein Harry Potter Besen. Geil. Ach, das ist die... Ist das die Kammer von Harry Potter? Ist das eine Anspielung? Das wäre ja mega. Gut, da geht's in den Keller. Da kommt ein Typ. Und hier sind so Zeichen. Locked. Ha, scheiße. Okay, da müssen wir auf jeden Fall irgendwie rein. Also in eine gelockte Tür, da müssen wir auf jeden Fall rein. Da geht jetzt kein Weg dran vorbei. Die sind doch alle wahnsinnig hier. This won't take a minute. Die schlafen nur ein, die sind nur bewusstlos, ne? Also ich bringe die nicht um. Aber ich mache das, weil ich die Vermutung habe, dass irgendjemand einen Schlüssel dabei hat. Deswegen mache ich das. Ich das nicht einfach hier so wahlloses um. Hi. Ah, die beten dieses komische Auge an. Kann ich hier mal eine Runde spielen? Okay, ihr seid echt komisch. Ich gehe einfach mal rauf. Macht ihr da mal weiter mit eurem Zeug? Oh, aha, die beten da verschiedene Leutchen an, auf jeden Fall. Huch. Aha, also, buggy ist es hier auf jeden Fall. Oh. Ach, Tommy Boy. So. Tag. Wahrscheinlich ist es jetzt nicht so gedacht, wie ich das hier mache, also einfach durchrennen. Aber hey, das ist mir jetzt gerade so ein bisschen Sausage. Oh. Was für ein geiles Puppenhaus, oder? Wow. Was für ein geiles Puppenhaus. Aber hier hat's auch nichts. Aber trotzdem... Oh. Hi. I'll tell you a secret. Oh, das ist so mega strange hier. Oh Mann, jetzt geht er mal weg. Jetzt komme ich nicht mehr raus, oder was? Ich will ihn jetzt nicht erschlagen. Ich kann ihn ein bisschen anblenden, aber ich weiß nicht, was das bringen soll. Ja, ist ja gut. Was stand da gerade? Stand da noch irgendwas? Achso, der... Wenn ich mich da verstecke, dann sieht er das. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Ah, ja, da schau her. Mhm. Hi.
guardians of the world. Mystery has been completed. Find the source of the strangers. Be here with us now. I'm calling the authorities. Come, ja, mach das. Be guardians of the watchtowers of the middle world. You who stoke the fires. That it's a tale told by an idiot come, full of sound and fury of signifying the nothing. Do we look like a bed and breakfast? Okay, ich habe jetzt hier irgendwie rausgefunden, wo die hier ihren komischen Glauben her haben. Guardians of the watchtowers of the middle world. You who stoke the fires. Bill. Was zur Hölle ist das? Ich hätte jetzt trotzdem gerne einen Schlüssel. Ich hätte gerne den Kellerschlüssel. Die wehren sich halt nicht, sollen wir die mal erschlagen? Ich mach das einfach mal. Scheiße, ich dachte, er hat einen Schlüssel. Was mit dir? So. Achso, den hatte ich schon mal, ne? Ich will in den Keller. Leute, ich will in den Keller. Also ich kann hier auf jeden Fall irgendwas holen. Ich muss auch irgendwie in den Keller kommen, da bin ich mir 1000% sicher, dass das geht. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Okay, es tut mir echt leid, dass ich das machen muss, aber die nervt mich sonst. Immer dieses Leinen. Das ist hier ihre Kirche und die beten hier diesen Scheiß an. Uah! Nein! Das wollte ich doch nicht. Ich wollte eigentlich rein und in den Keller. Das wäre mir jetzt schon ein Anliegen gewesen, ehrlich gesagt. Sorry to bother. Die Alte hatte auch keine, oder? Nee. Es muss doch irgendwo einen Schlüssel zu dem Keller geben. Leute, ganz ehrlich, irgendwo muss es doch den Schlüssel zu dem Keller geben. Mann, wenn ich hier alle Kettles durchsuchen muss. Er steht ja nicht umsonst locked, oder? Also muss ich ja irgendwie reinkommen. Mann! So, da geht's raus, ja. Ist okay. Ist hier vielleicht doch... Was soll dieses Militärleinen hier überall? Verstehe ich nicht. We're not bloody bed and breakfast, are we? So get out. Ja, ich weiß auch nicht. Also erstens glaube ich, dass es hier ein bisschen buggy ist. Zweitens glaube ich, dass es hier auf jeden Fall irgendwo einen Kellerschlüssel geben muss, mit dem ich hier in den Keller komme. Locked. Ja, scheiße. Ich will aber rein. Mann. Ich kann ja nicht jetzt hier jeden erschlagen, um da unten reinzukommen. Das ist hier die Harry Potter-Luke. Ah, da ist nichts. Du bist doch auch nur Buggy. Ja, ja. Gut, ich... Tja. Da war Strange Meat in dem Feuer drin. Das ist ja auch schon wieder sehr seltsam. Ich will in diesen Keller. Mehr will ich gar nicht. Ich will nur wissen, was da drin ist. Weil ich einfach mega neugierig... Ach, warte mal. Das habe ich ganz vergessen, dass da drüben ja
irgendwie in diesen Raum? Wie komme ich denn da hin? A man's home is his castle! And it's not your bloody hell by castle! So get out! Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da rein? Da ist eine Tür, die ist hier hinter. Ich dachte ja, dass hier in dem, Puppenhaus irgendwie so ein Schlüssel versteckt ist. Leute, lasst mich mal in Ruhe hier. Ich hab doch mit euch gar kein Problem. Ah, natürlich. Da drüben. So, schön. Sanitol, aha. Ich hätte schon gern einen Schlüssel. Mann, ich will doch nur in den Keller. Na, ich will jetzt nicht schlafen. Doch, das macht mich irgendwie depressiv hier. Hm. Ja, blöde Sache. Nein, keine Zeitung lesen. Ich würde zu gerne in den Keller. Was ist denn hier hinten noch? Ist es auf der anderen Seite des Gartens? Ist es irgendwo, wo ich normal nicht hinkomme? Tja, da geht's dahin, hier geht's da runter. Vielleicht haben die noch einen Eingang von außen in den Keller. Aber ich weiß auch nicht. Ich würde da halt schon zu gern rein. Also das ist wirklich... Das ist mir jetzt schon so ein bisschen... Liegt mir das im Argen. Weil wenn in so einem Haus, in so einem Haus, ja... Ein Keller ist, der verschlossen ist. Where's a bed? Dann muss ich da einfach rein. Da führt nichts dran rum vorbei. Da muss ich da einfach rein. Ah, und die Bodentextur ist immer noch nicht gepatcht. Ach je. Okay. Wir gucken mal in unseren Questlog. Also. Escape, get across Apple Home. Ja, das ist, da sind wir noch dabei. Apple Home ist ja hier nach rechts. Da komme ich ja nicht weiter, ne? Hier, da. Jetzt ist die Frage, wo können wir denn weitermachen? Let's Bridge, haben wir gemacht. Talk to James. Ferris Houseboy. Gott, sind viele Aufgaben. I see what's locked up here. Sort of thing. Really brings down property values. Paradise. Ja, aber wo ist das Paradise? Give George Mara two proper suits. Pursue the ghost. Wann habe ich denn diese Aufgaben? Toll. Honig. Mit Bienen. Nee, hä? Das sind doch Aufgaben, die habe ich noch gar nicht. Die ist doch unmöglich. Rescue poor Harald von the Mob. Beating him. Das glaube ich, habe ich schon gemacht, oder? Ja, das sind jetzt... Das, hey, krass. Aber das sind die ganzen kleinen Nebenaufgaben, oder? Bridge of Joy. Ich bin doch auch niemals hier. Ich bin doch hier oben irgendwo. Na, irgendwas stimmt hier noch nicht so ganz. Ich glaube, ich muss mal wieder durch so einen ladbaren Bereich gehen. Damit er mich richtig setzt hier.
Ich bin ja auch noch auf der Suche nach einem Zweiteingang für das Haus. Also dass hier draußen vielleicht noch irgendwo so ein Geheimgang ist, der da reinführt, ne? Von außen in den Kellerraum. Boah, da hat gerade jemand rausgeschaut. Das ist ja creepy. Ah, vielleicht kann ich auch irgendwo in der Mauer durch so einen Kellereingang rein. Nee, ne? Ich habe hier schon das Richtige gemacht. Ich bin ja quasi offiziell hineingeladen worden und seitdem kann ich hier auch anscheinend immer rein jetzt. Sonst wäre jetzt für mich gesperrt. Aber der Keller hat es mir schon angetan. Und was ich gerade nicht verstehe, ist, warum ich so viele Aufgaben habe. Und wo ich die her habe. Und ja, Fragen über Fragen. Das finde ich alles ein bisschen kurios, ehrlich gesagt. He wasn't there again today. I wish he'd stay away. Toys and time. Applies for the citizens of Wellington. Worlds only. Ja, gut. Was macht denn so ein Constable hier? Oh. Ist ja gut. Right. I've had it with you. Oh, aha. Right. I'm done fooling around. Ah, okay. Okay, das sind ja einige hier. Ist ja gut, Leute. Habe ich nicht eine Waffe für sowas? Hatte ich nicht eine Waffe für genau solche Fälle? Irgend so ein Betäubungsscheiß? Hatte ich doch, oder? Da hatte ich mir doch irgendwas... Irgendwas... Oder konnte ich mir bauen? Genau hier so Sanitol, ne? Ah ne, Improve Your Health. Flushes Joy. Okay. Da brauche ich wieder einen Rotten Mushroom. Das würde ich ja gerne mal sehen. Wie das funktioniert mit diesem Crash Spring. Springs? Press the urge, drive from your arms. Makes us strong. Halluzinogen. Aha, und was macht es? Ja, würde ich mir gerne mal reinziehen. Ah nee, das ist auch das. Das ist zum Helfen. Da, diese Darts. Ja, aha. Duct Tape, Big Splinter und Federn bräuchte. So. Suchen die mich denn noch? Ich finde es ein bisschen komisch, dass hier diese Typen sind. Na, Takedown. Ich kann den nicht downtaken. Lovely day for it. Righto. So komisch. Was ist das hier für ein Schwachsinn? Oh, you. Move along. Who are you? Move along. No snakes in my gun. Okay, wollt ihr Ärger? Put that down. Oh, wow, gleich zwei, so eins rübergezogen hier. Ah, ich sollte weg, die knüppeln mich nämlich sonst ziemlich um. Okay, okay, okay. Ich bin heute mal voll risky, ne? Ich geh halt voll hier, voll aufs Ganze. Okay, einen habe ich erwischt. Okay. Okay. Au. Okay, den zweiten. Boah, die schlagen so krass zu, diese Constables. Das ist nicht mehr lustig. Okay, vielleicht kriegen wir jetzt mal so eine... Ja, Constables Keycard. Geil. Okay. Nice. Sehr nice. Okay. Was mit der Gasmaske? Proofed Gasmaske. Wieso kann ich das hier nicht einfach einlagern?
No problemo, Senorita. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Jetzt haben wir die Keycard. Und damit kommen wir jetzt auch weiter. Ich pfeife jetzt erstmal noch ein bisschen was zu essen rein hier. So. Was habe ich noch? Was braucht noch Platz hier? Was verbraucht denn noch Platz? Strange Meat? Strange Meat, kann ich das nicht stapeln? Nee, okay, dann esse ich das. Oh, mir ist schlecht. Okay. Aber erstmal gucken, was das hier ist. Basic Lockpick. Hä, wieso habe ich ein... Wieso habe ich ein kein Lockpick? Kann ich doch craften. Oder? Kann ich doch craften. Schau mal her, da, geht doch. Uff. Habe ich vielleicht jetzt im Haus alle verbraucht? The apple tree has been completed. Get through the fence. Aha. Der Apfelbaum. Und hier kriege ich Äpfel. Und Alkohol. Und Tränengasgranaten. Oh nein, ich habe mal Äpfel. Hä, wieso kann ich den nicht mitnehmen? Klar kann ich den mitnehmen, ich wollte gerade sagen. Wollte ich nicht irgendwie mal Äpfel schenken? Das ist ja voll geil, jetzt habe ich hier immer voll den Zugang zu Äpfeln. Ich meine, was gibt es geileres als Äpfel? Ja, okay, es gibt schon noch mehrere Sachen, die geiler sind als Äpfel, aber in meiner Lage ist ein Apfel schon sehr cool. So. Nehmen wir den nochmal mit. Ja, gut. Okay, also hier gibt's Äpfel. Wieso haben die den Apfelbaum beschützt? Vielleicht nur deswegen, weil er Früchte trägt und die den Apfelbaum hier vor den Downern beschützen wollen, weil sie nicht wollen, dass die Downer Zugang haben zu einem Apfelbaum? Möglich wäre es schon. Wenigstens bin ich jetzt hier in der Karte richtig. Achso, doch, ja, dann war ich hier sehr wohl richtig. Da ist nur dieses Haus nicht eingezeichnet. Okay. Für welches Ding habe ich jetzt die Keykarte gebraucht? Unlock the bridge. The bridge gate. Ja, aber das ist ja... Odd how the fog only comes at night. Ist das auch die? Ist das wirklich? Geht das? Da müssen wir mal gucken. Ich muss aber auch mal schlafen. Gibt es irgendwo Häuser, wo ich mich mal ins Bett legen kann? Ich finde es so wirr, über diesem nicht vorhandenen Untergrund zu laufen. Schlecht ist mir auch noch. Ah, okay. Hat sich erledigt. Ducktape. Schön. Ich nehme mal alles. Ja, so eine Mütze Schlaf, glaube ich, bräuchte ja schon unser Guter. Da, glaube ich, kriegen wir sie auch. Hallo? Kann ich hier? Nee. Ja, wobei die Kohle könnte ich vielleicht mitnehmen. Und ansonsten könnte ich mich mal hier hinlegen. Schlafen, wenn es hier ein Bett gibt. Ja, kletter drauf, Mann. Ja, genau. Oh! Okay, das war eine Falle. Zucker. Function Bits. 5 Pilz Penicillin, 10 Pfund Ammo. Letter of Transit. Aha. MS Offer for Companionship.
Da hat hier wohl jemand was Größeres vor. Wieso kann ich hier den Zucker nicht mitnehmen? Und wieso gibt es hier jetzt kein Bett in diesem Haus? Ich würde eigentlich schlafen. Die Frage ist, brauche ich den Zucker, hä? Ist das wohl was Wichtiges? Sollte ich den jetzt hier nicht einfach so liegen lassen, den guten Zucker? Ah, da. Kann ich mich da hinlegen oder brauche ich dafür ein Bett oder tut es da so eine Matratze auch? Ah, gut, brauche ich ein Bett. Da brauche ich ein Bett. Und was kann ich mir denn jetzt nochmal hier reinpfeifen? Habe ich noch irgendwelche Medikamente? Nö. Guck mal, ich habe 3 Constables Keycards. Das ist schon ganz schön krass.